In der letzten Adventwoche war der bekannte Gitarrist Hans Tessing zu Gast im Bezirk Rohrbach. Der Kulturverein Voi hat es geschafft, die Blueslegende nach St. Martin im Mühlkreis zu holen. Auch weihnachtliche Klänge durften bei diesem Konzert nicht fehlen. Santa's coming through the frost and snow. Santa's coming through the frost and snow. 4 miles and miles around, you can hear its guitar sound. It's a blue, blue, blue Christmas. Hans Tessing, eine echte Blueslegende, zu Gast in St. Martin im Mühlkreis. Mit dem Gepäck hat der Singer-Songwriter ein großes Repertoire an Liedern, die er zum Besten gibt. So nahe wie bei diesem Konzert kommt man dem sympathischen Musiker nicht alle Tage. Ja, ich liebe so die intimen Konzerte in kleinen Räumen und die Leute sind gut drauf. Und das ist auch gut, die Leute zu erleben und mit denen zu reden und so. Das ist, also das habe ich sehr gern. Also das habe ich lieber als in riesen Bühnen, wo man die Leute gar nicht mehr erkennt. Der Hans Tessing ist ein Lebensmensch, ist ein Seelenverwandter. Ich liebe ihn. Mit dem kann man Bäume ausreißen. Ja, absolut. Er ist ein Weltstar und am Boden bleiben mit allem, was er hat. Unglaublich. Fantastisch. Hans Tessing signiert auch fleißig seinen mitgebrachten Tonträger. Er ist eben ein Star zum Anfassen. Ja, man muss sich einfach eindecken mit allen Sachen. Und ich habe den Hans Tessing das erste Mal 1993 kennengelernt. Und er macht einfach eine Spitzenmusik. Und darum muss man die ganze Palette und die Auswahl zu Hause haben. Schaut nicht. Es war sozusagen Liebe auf den ersten Blick. Selbstverständlich. Gell, vor 30 Jahren haben wir das schon gehört. Ja, ich habe da sogar ein Foto. Sehen wir nur Blumen? 92 war das. Also, und wir haben gesagt, wir müssen unbedingt noch mal hören. Der nimmt sich richtig Zeit für die Leute. Kommt total gut an, ja. Hm? Seine Musik ist sowieso einzigartig. Die reist einfach mit. See the elephant jump the fence. He jumped so high, touched the sky. He never came down until the 4th of July. Walk in the dark, just a walk in the dark. Oh, if you don't know how to do it, I will show you how to walk. Du bist ja gebürtiger Holländer, lebst aber schon sehr, sehr lange in Wien. Wie feiert man bei euch zu Hause Weihnachten oder auch Neujahr dann? Also in Holland ist Weihnachten ist immer der 25. eigentlich. Also am 24. ist, so wie hier, haben wir nicht, aber auch mit Weihnachtsbaum. Und Geschenke gibt es auch nicht. Die gibt es so Nicolo am 5. Dezember. Toen zaten er geen kaarsjes aan. O dennenboom, o dennenboom, wat zijn je takken wonderschoon. Is dat ook een tijd waar man zich aan mensen herinnert, die lange tijd wegbegleiter waren, wie der Georg Danzer zum Beispiel, wo du ja auch die Gitarre von ihm geerbt hast? Ja, das ist natürlich der Fall, weil je älter man wird, je mehr Leute hat man verloren unterwegs. Ne? Und das berührt einem schon und dann besonders zur Weihnachtszeit hat man dann eine besinnliche Zurückschau und spürt halt, wie viele Leute da abgehen. Ne? Ja, ich wollte sagen, dass ich aus der Ukraine komme und das ist eben das Lied, wo I go home to my father and to my mother hat mich besonders betroffen, ja. Let me ride, ride on.
slow train. Tessing ist ja nicht nur ein großer Künstler, ein großer Mensch in seiner Kunst, sondern auch ein großer Mensch als Mensch. Das, glaube ich, können alle bezeugen, die mit ihm jemals Kontakt hatten. Und das, was wir heute erlebt haben, ist also ganz nahe gegangen, im wahrsten Sinn des Wortes. Und was mir besonders freut, ist auch, dass selbst in dieser Zeit, wo es ihm schwierig ist mit dem Besuch, lange Zeit gewesen, es scheint wirklich so zu sein, wie wenn der Advent so eine Art Wiederauferstehung gebracht hat, dass die Leute wieder weggingen und dass die Leute auch wirklich erfreut haben. Und so soll es sein, weil jetzt und hier und das Leben ist schön. Santa Claus is coming back to town. Santa Claus is coming back to town. He carries a long sack and a guitar on his back. It's a blue, blue, blue. Santa Claus is coming back to town. Santa Claus is coming back to town. Yeah. Santa Claus is coming back to town. He carries a long sack. He carries a long sack and a guitar on his back.